Mein Vortrag soll sich heute beschäftigen mit, wie man aus einem Modul und einer Datenbank ein schnelleres Modul machen kann. Und 20 is plenty heißt es. Ich werde trotzdem ein klein wenig Mühe haben, das in die 20 Minuten reinzupacken. Aber andererseits dachte ich mir, noch mehr Einzelheiten sind vielleicht eine zu große Anforderung an die mögliche Auffassungsgabe. Die Slides haben noch jede Menge Bonus-Slides, die daraus resultieren, dass ich heftig gekürzt habe, und sind dann aber herunterzuladen, für wer sich noch tiefer damit befassen möchte. Zu meiner Person. Ich mache Perl auch schon eine Weile. Wohne in Blaubeuren und arbeite in Ulm bei einem Cloud-Service-Provider und habe vorher Mathematik studiert und ich mag auch Software und Perl, also gute Software und Perl. Beginnen wir kurz einen Rundgang über welche Daten sich in Computeralgebra-Modulen, an denen ich arbeite, lohnen, vorher zu berechnen. Da gibt es eine ganze Menge davon und ein paar davon schauen wir uns ein bisschen näher an. Zum einen haben wir Primzahlen. Viele Algorithmen benötigen Primzahlen. Manche brauchen die alle von der kleinsten beginnend als Sequenz. Manche brauchen zufällige große Primzahlen und man könnte versucht sein, wenn man das immer wieder braucht, die Primzahlen sich vorher irgendwo zu speichern. Wollen wir dann diese Primzahlen tatsächlich in eine Datei stopfen und mit unserer Distribution ausrollen? Nein, eher nicht. Dafür gibt es einfach zu viele. Und letztendlich ist es relativ einfach, eine Sequenz zu generieren, die alle Primzahlen liefert. Deswegen ja, Pre-Computing, aber nur zur Laufzeit. Also wenn das Programm startet zum Beispiel oder wenn diese Sequenz zum ersten Mal benötigt wird. Faktorisierung ist ein weiteres Thema. Jede ganze Zahl kann eindeutig zerlegt werden in Primfaktoren. Das wisst ihr vielleicht noch aus der Schule. Und für große Zahlen ist es sehr schwierig, heute noch nicht mit effizienten Algorithmen möglich, das zu tun. Drum, wenn man es mal geschafft hat, eine Zahl zu faktorisieren, die von besonderem Interesse ist in einem bestimmten Zusammenhang, dann ist es natürlich gut, sie sich dauerhaft zu merken, die Faktorisierung. Von der Gestalt her ist eine Faktorisierung einfach eine Aufzählung von Primzahlen, die zusammen die Zahl ergeben. Auch hier kann man schlecht von allen Zahlen gleich die vorher berechneten Faktorisierungen speichern. Davon gibt es halt auch viel zu viele. Andererseits, wenn ganz bestimmte von Interesse sind, zum Beispiel ist es für bestimmte Dinge nötig, Potenzen minus 1 zu faktorisieren. Das sind dann eben nicht alle Zahlen, sondern nur ganz bestimmte. Da lohnt es sich echt, die dann dauerhaft zu speichern und sogar nicht zur Laufzeit oder so zu berechnen, sondern mitzubringen mit dem Modul. Primitive Polynome, bitte nicht erschrecken, wenn es jetzt ein bisschen mathematisch wird, die brauchen wir eben auch für zum Beispiel Algebra in endlich großen Räumen. Und davon gibt es auch wieder furchtbar viele, aber es gibt eine Art Konvention, welche man nutzen sollte. Und die wiederum sind klar definiert, aber schwer zu berechnen. Also wieder ein Fall, wo es sich lohnt, das im Vorhinein zu berechnen und mit einzupacken. Logarithmen, Entschuldigung, wenn es ein bisschen schnell geht, ich will hier eigentlich nur ein Survey machen, nur um das ein bisschen zu motivieren. Logarithmen, also diskrete Logarithmen, Logarithmen von endlich großen Gruppen und ihren Elementen, kann man eben brauchen, um Arithmetik
wesentlich zu beschleunigen. Allerdings sind die nur leicht zu gewinnen, wenn ich tatsächlich Platz habe, von allen Elementen, die vorkommen in meinem Raum, die auch abzulegen. Also für bestimmte Größen von Mengen ist es sinnvoll. Und da ist es wiederum so, wenn ich den Platz habe, dann ist es total einfach. Ich habe ein generierendes Element, das durchläuft einfach alle Möglichkeiten und ich sammle auf, was dabei für Logarithmen entstehen, fertig. Kurz und gut, also auch wieder nur zur Laufzeit interessant. Dann haben wir noch ein weiteres Beispiel, Differenzenmengen. Das ist ein uriges Konstrukt. Ich will jetzt zunächst nur so viel dazu sagen, das sind eben Mengen von Restklassen, also kleine ganze Zahlen. Und davon haben wir vielleicht ein paar tausend oder ein paar hundert. Sowas könnte man speichern, wobei, wenn ich eine von diesen Mengen habe, kann ich alle anderen von der gleichen Größe daraus generieren. Deswegen lohnt es sich nicht, eine Riesentabelle anzusammeln. Aber es würde sich lohnen, von jeder in Frage kommenden Größe, mit der ich arbeiten will, die im Vorhinein ausgerechnet zu haben. Die kann man etwas effizienter generieren, etwa mit quadratischem Aufwand für die Größe. Aber wenn so ein Set dann ein, zwei Stunden Rechenzeit benötigt, wäre es auch dumm, das jedes Mal zur Laufzeit wieder frisch zu machen. Es bleiben also für tatsächlich etwas, was man beipacken möchte mit dem Modul, nicht mehr alle übrig. Und wir schauen uns jetzt konkrete Beispiele an. Beginnen wir mit Faktorisierungen. Das kann man vielleicht schlecht lesen wegen der Größe. Letztendlich, es sind nicht alle Faktorisierungen von allen Zahlen, die irgendwie denkbar sind, sondern nur eine bestimmte Menge. In diesem Fall sind es Potenzen von 17 minus 1, aber was immer das Modul halt gerade braucht. Und die Datenstruktur, die das Modul braucht, ist dann immer, sind solche Paare von Primzahlen und Exponent, so viele wie es halt gibt. Also es kann ganz unterschiedlich große Listen hier können auftauchen. Letztendlich sind sie aber von der Größenordnung her sehr überschaubar. Denn die Faktoren zusammengenommen, die eine ganze Zahl ergeben, die sind nicht viel mehr als die Zahl auch allein. Ja. Sind ja, jeder Faktor einer Zahl ist ja viel kleiner als die Zahl. In einer ersten Version des Moduls könnte es so gewesen sein, dass die Faktorisierung, die es braucht, einfach als konstante Initialisierung irgendwo drinstehen. Das hat natürlich Nachteile. Die brauchen an drei Stellen Platz. Erstmal blähen sie meinen Quellcode auf. Dann blähen sie eben auch den ausführbaren Code auf, oder was Perl dann interpretieren muss. Und im Memory brauchen sie genauso viel Platz. Ist also nicht sehr ökonomisch. Eine Verbesserung könnten wir schon erreichen, indem wir aus dem eigentlichen Modul diese Daten auslagern, zum Beispiel in eine Textdatei. In der Textdatei kann ich es auch kompakter noch kodieren. Ich brauche ja nicht die Perl-Syntax, ich brauche nur Trennzeichen, die es wieder möglich machen, dass Perl das parsen und wieder einlesen kann. Und dafür brauche ich dann in dem Modul, das nach wie vor einen großen Hash initialisiert aus dieser Datei, ein bisschen Parsing-Code. Auch hier will ich nicht nah drauf eingehen, ist aber klar, wie das zu funktionieren hat. Wir haben Trennzeichen zwischen den Paaren und innerhalb des Paars zwischen Primzahl und Exponent. Und es ist relativ straightforward zu parsen. Wir kommen damit also auf eine etwas kompaktere Form unserer Daten und erkaufen uns mit ein bisschen Overhead fürs Einlesen, dass wir die Quelle entschlacken, haben aber nach wie vor ein Hash im Programm drin, im Memory drin. Und naheliegend, statt das Hash ins Memory
zu schreiben, wäre zum Beispiel mit Thai-Hash, mit einem an eine Datei gebundenen Hash, das einfach auszulagern. Dafür gibt es schon seit ewigen Zeiten db_file und der heutige Nachfolger davon ist Berkeley DB. Basiert auf einem relativ verbreiteten Library, um Hashes gut abspeichern zu können, hat für Perl den Vorteil, es ist super einfach zu bedienen. Nachdem der initiale Teil durchgeführt wurde, kann ich es benutzen wie vorher. Die gleiche Zugriffsart und Weise wie auf ein normales Hash. Ich habe gerade gezeigt, wie das gefüllt wird, die Datenbank, und hier sieht man, wie sie benutzt wird. Ich habe jetzt in diese Datenbank tatsächlich die gleichen Sachen reingeschrieben, die vorher in der Textdatei standen. Das heißt, keine komplexe Datenstruktur, sondern ein langer String für die Daten, die ich dann wiederum mit Parsen auspacken muss. Das ist also eine bequeme Sache. Ein kleines Problem ist, ich kann schlecht so eine Berkeley DB einfach beilegen meinem Modul, denn diese Library gibt es in Dutzenden von Versionen, die miteinander nicht kompatibel sind. Deswegen ist es sinnvoller, zur Laufzeit, zur Installationszeit die Datei einmal aufzufüllen mit der Library, die eben der Benutzer vorliegen hat. Man würde es also nach wie vor als Textfile mit einpacken und beim Installieren auspacken und in eine Berkeley DB ablegen. Und das wäre auch meine Empfehlung, wenn man diesen Weg geht. Es gibt dann noch die sind besonders gut geeignet, diese Sorten von persistenten, also ausgelagerten Hashes, wenn ich tatsächlich mit Strings auch gut auskomme. Jetzt schauen wir uns noch ein Beispiel an, wo wir mit Strings nicht optimal auskommen, oder zumindest dem Anschein nach, wenn wir einfach Daten haben, die ein bisschen strukturiert sind. Im Beispiel diese Difference Sets. Die haben eine variable Länge eigentlich. Das hier sind nur ein paar ganz winzige, damit es auf eine Folie passt, aber die in im tatsächlichen Leben gebrauchten, die haben dann ein paar hundert oder ein paar tausend Elemente. Und jeder von denen hat eine andere Anzahl von Elementen. Und dazu kommen ein paar Attribute, die fünf Stück in dem Fall, die immer festgelegt sind. Also als in Perl würde man das auch modellieren, einfach hier als ein Array oder Hash, je nachdem, welches Objektmodell man bevorzugt. Und daran angehängt dann eine Liste für die tatsächlichen Mengenelemente. Was ich hier dann noch mache, ist, ich indiziere die nach verschiedenen Dingen. Ich kann einmal nach dem ersten Attribut hier die auffinden oder nach dem zweiten und dritten Attribut kann ich sie auch auffinden. Beides sind eindeutige Schlüssel jetzt in diese Struktur hinein, aber die Applikation könnte sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen ankommen und dazu einen passenden Difference Set wollen. Hier deute ich schon an, das wird im ersten Ansatz auch wieder als ein Hash realisiert, das man wiederum naiv initialisieren kann. Dieses Mapping hier sorgt dafür, dass ich jeden Eintrag tatsächlich unter zwei Schlüsseln finde. Wenn ich jetzt eine bestimmte Menge hier brauche, schaue ich nach, ob sie bei den mir Bekannten dabei ist und liefere die oder ich liefere einen Fehler, dass wir das leider nicht haben. Mit einer relationalen Datenbank kann ich ziemlich komplexe
Datenmodelle abbilden. Das hier war eigentlich noch nicht wirklich komplex. Und diese Systeme sind auch optimiert dafür, zu suchen und zu sortieren. Jetzt muss ich ein bisschen schneller machen, fürchte ich. 5 Minuten, okay. Und es gibt auch Datenbanksysteme, die jetzt keinen extra Server brauchen mit allen möglichen Diensten und Netzwerkverbindungen, sondern die man wiederum mit einer Datei als Datenbank und mit einer Bibliothek als Datenbankzugriff alleine haben kann. Einziger Nachteil, der wieder darum dabei besteht, ist, es gibt zusätzliche Abhängigkeiten. Die Applikation hat gedacht, sie will eigentlich nur Mathe machen, ein paar Sachen addieren und multiplizieren, und dann muss sie als Dependency erstmal eine Datenbank installieren. Sehen wir uns ein frühes Beispiel an, wie ich das realisiert habe. Wir haben jetzt eine 1-zu-n-Beziehung zwischen Mengen und den Mengenelementen. Das heißt, die Elemente sind in einer extra Relation untergebracht. Und ich habe dann dieses Design wieder geändert, weil ich gesehen habe, die Datenbank wird dann recht groß. Ja. Das ist auch klar, warum. In der zweiten Relation müssen natürlich immer die Schlüssel, die für alle Mengenelemente gleich sind, halt kopiert werden. Und das bläht die ganze Sache wieder auf. Letztendlich bin ich dann mit einem anderen Design dann geendet, dass ich die einzelnen Mengenelemente in einen langen Text reinstopfe. Und die von mir ausgewählte Datenbank SQLite, die hat auch die Eigenschaften, dass sie mit sehr langen Texten gut zurechtkommt. Man wird also nicht zum Beispiel gestraft, wenn man dieses Attribut nicht haben möchte, und was der Fall wäre, wenn man das einfacher realisiert hätte. Das heißt, ich bekomme wieder die ganze Datenstruktur von vorhin in einer einzigen Relation untergebracht. Jetzt hätte ich sie auch in den Berkeley-DB stecken können, aber for the sake of an example spielen wir das hier noch ein bisschen weiter. In dem Modul selber, das diese Mengen als Objekte zur Verfügung stellt, da gibt es jetzt einfach die Daten, mit denen es initialisiert, aus einem externen Modul zum Holen, und da sind halt die Einzelheiten versteckt. Jetzt entweder DBI SQLite oder DBI XClass mit passenden Result Sets zu benutzen. Haben wir hier ein Beispiel? Ja, genau. Das ist ein Teil von jetzt diesem externen Modul, das sich um die Persistenz kümmert. Und da ganz, ich wollte das einfach auslagern aus dem Rest, weil das kann ich dann austauschen, wenn ich eine andere Datenbank auswähle oder dergleichen. Und wenn er eine Menge liefern soll oder zurückmelden, dass er die nicht kennt, dann geht er einfach suchen mit seiner Suchabfrage von dem jeweiligen Datenbanksystem. Jetzt ist noch die Frage, wo wollen wir überhaupt die Datenbank unterbringen? Wir sind ja gewohnt, Module auszuliefern. Die werden von MakeMaker schon an die richtige Stelle gestoppt, sodass sie dann im Suchpfad gefunden werden. Und wenn ich die Datenbank an die gleiche Stelle lege, wo auch mein Modul gewesen ist, kann ich mit einem einfachen Textersatz, nämlich die letzte Komponente von meinem Namen, einen Dateinamen, der in meiner Nähe liegt, herausfinden. Also mit diesem kleinen Trick braucht man nicht mal FileSpec oder etwas, um relativ portabel zu sagen, da ist deine Datenbank. Also wir würden dann mit in den Modulbaum diese Datenbank reinlegen. Das, gut, dass du diese Reaktion zeigst, natürlich hat es auch Nachteile.
Insgesamt müssen wir uns fragen, also ich habe mir auf CPAN umgeschaut, es gibt wenige Mathe-Module, die größer sind als ein paar Megabyte. Und wenn die dann so groß sind, dann sind es oft halt Wrapper für Bibliotheken, die sehr groß sind, sodass sie jede Menge Boilerplate-Code haben, um halt entsprechende Methoden zur Verfügung zu stellen. Also einfach ewig viel Text. Und man findet kaum, dass irgendwo viel Daten mitgegeben werden. Wenn wir das täten, also wenn wir riesengroße Mengen von Daten mitgeben würden, dann würden wir auch verschiedenen Benutzern eben Lasten aufbürden. Einmal CPAN selbst, das wird ja tausendfach gemirrored, also entsprechend dieser, würde dieser Platz sich vervielfachen. Andererseits aber auch so Sachen wie, wer Mini-CPAN verwendet, der sieht, dass er jetzt schon über die 4 GB-Schranke ist für einen Minimalauszug von CPAN. Und mit solchen Methoden würden wir das Problem noch vergrößern. Was können wir sonst machen? Wir könnten natürlich einen Webservice anbieten, der dann die Daten nachladen lässt. Aber wenn das mein Webservice ist, dann muss ich ja dafür bezahlen. Da sehe ich jetzt auch noch kein Finanzierungsmodell. Ich würde daraus schließen, halten wir das einfach in Grenzen, also bleiben unter den vielleicht Megabyte-Schranken, dann dürfte es für heutige Verhältnisse tolerabel sein. Dasselbe in Grün, eine ähnliche Überlegung brauchen wir hinsichtlich dessen, was wir auf dem Zielsystem anrichten. Auch da ist es normal, dass Libraries mittlerweile Megabytes reinziehen. Aber hunderte von Megabytes wäre wahrscheinlich nicht freundlich. Wenn die für den Algorithmus unbedingt gebraucht werden, dann sollten die in ein optionales Modul hinein, wenn überhaupt. Ist das eine direkte Wortmeldung? Ich würde sagen, machen wir fertig. Später. Ich bin damit auch fertig. Also letztendlich, für den mathematischen Teil ist ein Riesengewinn, wenn man Computation ins Vorfeld verlagern kann, statt zur Laufzeit zu machen. Das freut den User. Freut auch die Umwelt, denn wenn es bei jeder Benutzung erneut berechnet werden müsste, würde der entsprechende Strom verbraucht. Und es aber gibt irgendwo Trade-offs und Grenzen, was man eben machen sollte mit dem Modulökosystem, das eben auch Speicher braucht. Das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen? Ja, yes, du nochmal? Okay. Ich weiß nicht, wie hoch die Erhaltungsbeugung bei Datenbank ist, aber liegt als Memory-Map-File, der mir da als erstes in den Sinn. Damit brauche ich praktisch keinen Hauptspeicher, nur ein bisschen Cache und die Datenstruktur wird in Dictionary. Kann ich darauf direkt eingehen? Nein, sonst müssen wir uns alles merken. Die Frage war also, wie in der Repräsentierung als Datenbank, wie es da mit dem Overhead steht. Und es ist tatsächlich so, bei SQLite ist es so, aus den, in meinem Beispiel, 36 Megabyte wurden 37 Megabyte. Der Overhead ist erträglich. Ich meine, im Durchsatz. Bitte? Im Durchsatz, wie schnell bekomme ich angucken, wenn ich was umsetze? Das wird in dem Dienststrang, was ich im Moment mit Ja. Die Zusatzfrage war nach dem Durchsatz, also wie viel es kostet, das dann tatsächlich reinzuziehen. Aber das, behaupte ich, ist völlig vernachlässigbar. Denn wenn ich als Alternative habe, dass ich etwas stundenlang ausrechnen muss, dann darf es eine Millisekunde kosten oder 5 Millisekunden. Ist mir wurscht. Ja. Also das war der Hintergrund in diesem Kontext.